Aber wenn wir gerade beim Thema sind, ich glaube, man kann den Politikern natürlich jetzt auch nicht den Einzelvorwurf machen. Das würde natürlich viel zu unterkomplex. Das wäre unterkomplex. Nein, wir müssen ja weiter hochgreifen. Ich meine richtig, die einzig wahre Schuld tragen ja die Davi Madosa-Düs. Was? Rede ich undeutlich? Die Davi Madosa-Düs. Das wird man doch sagen dürfen, Leute. Davi Madosa-Düs, doch ganz einfach. Also tut mir leid, Alan, aber der Name ist jetzt wirklich noch ausbaufähig. Für mich ist das eine Boyband. Das, weißt du, erst kam Take That, dann kamen die Backstreet Boys und dann kamen die Davi Madosa-Düs. Wobei man zugeben muss, diese Davi Madosa-Düs, die hatten wirklich Hits. Ne? So? Die hatten ja diesen Hit. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Uts, 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 uts. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dieser Hit ist geklaut, der ist nicht von denen. Ne? Wir sind das Volk, ist geklaut? Ja, der ist geklaut. Ist das nicht ein Cover? Nee. Fällt das unter Clown oder ist das eine Coverversion? Weiß einer noch, wie die Originalband hieß aus den 80ern? Es waren die einstürzenden Mauerbauten, kennt heute keiner mehr. Aber 1989, ne, war Wir sind das Volk. Ja, für offene Grenzen und für Pressefreiheit. Ne? Ja, mittlerweile ist das gegen offene Grenzen und gegen Pressefreiheit. Mhm. Man merkt, der Text hat offensichtlich Interpretationsspielraum. Ja. Aber Hauptsache Volk. Ne? Hauptsache Volk. Hauptsache, Hauptsache Volk. Die AfD und die Davi Madosa-Düs, die vertreten ja das Volk. Ja, als Einzige. Sie vertreten als Einzige das Volk. Das einzig wahre Volk. Sie vertreten als Einzige das einzigartige wahre Volk der Einzigen. Ja. Düsseldorf, dieses Volk besteht zu 100% aus Volk, kann aber Spuren von Nüssen enthalten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Eine Chromosomenfrage an der Stelle. Ja, das ist eine Chromosomenfrage. Taubenüsse, man weiß, was es ist. Aber natürlich, nein, die vertreten natürlich das Einzige, das Volk. Die vertreten die schweigende Mehrheit. Das sind die Menschen, die hinter ihnen stehen und ihnen nicht sagen, dass sie mitmachen wollen. Das sind die Leute, die sie vertreten. Ja, aber komm, dann lass uns doch mal überprüfen. Die sagen ja immer, wir, das Volk steht hinter uns. Lass uns doch mal ausrechnen, wer denn das Volk der AfD ist. Können wir gerne machen. Dann nehmen wir mal hier an die imaginäre Tafel. Aha. 83 Millionen Deutsche. Es gibt 83 Millionen Bundesbürger mittlerweile. Ja, ja. Muss aber jetzt direkt 16,5% abziehen. Weil die sind erst keine 18, die sind, also dürfen ja noch gar nicht wählen. Gut, habe ich die hier drunter. Dann musst du noch mal weitere 8% abziehen, die kommen hier noch drunter. Das sind nämlich schwule, transgender, lesbische Menschen, die sind ja nicht so bescheuert und wählen die AfD. Ja. Es sei denn, sie heißen alles Weidel. Das ist halt. Kannst du, manchmal fragst du auch. Gut, so. 23% muss man ebenfalls abziehen, weil das sind für die AfD sogenannte Passdeutsche. Ja? Was sind das? Kennt ihr Passdeutsche? Also laut AfD-Sprech ist alle, die einen Migrationshintergrund haben, die sind keine echten Deutschen, die zählen nicht. Die nehmen die weg. Ja? Sagen die selber. Das ist ja furchtbar. Das heißt, wenn du diese ganzen Gruppen zusammenzählst, bist du bei 50%, kannst du schon mal die Hälfte des Volkes rausstreichen von der AfD. Wobei, wer aufgepasst hat, hat direkt gemerkt, das kann man so nicht rechnen. Warum? Weil da überlappen sich die Gruppen, ne? Die überlappen sich. Deswegen müssen wir alles wegwischen von der imaginären. dann rechnen wir es halt mal ein bisschen anders. Okay, hier. 60% der Deutschen sagen nach neuen Umfragen, dass sie weiterhin wollen, dass Deutschland in der EU bleibt. Die AfD will das nicht, deswegen bleiben für die 40. Geht noch weniger. 70% der Deutschen befürworten die Homo-Ehe. Das tut die AfD nicht. Dann bliebe für die AfD 30% Volk. Ja, oder man sagt, 84% sagen hierzulande, der Klimawandel ist menschgemacht. Die AfD streitet das ab. Bleibt ein kümmerlicher Rest von 16%. Und da muss ja noch die Leute abziehen, die schwul, lesbisch, transgender sind, mit einem Migrationshintergrund und in der EU bleiben wollen. Also, zusammengefasst, das Volk der AfD passt in einen Volkswagen. Oder sagen wir es nochmal anders. Weißt du, Alexander Gauland hat doch mal gesagt, die Nazi-Herrschaft, die war nur ein Vogelschiss in der Geschichte. Und wenn man auf der Skala das Volk der AfD bemisst, dann ist das Pantoffeltierchen-Kacke.